Willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal zu einem Unboxing-Video. Und zwar habe ich euch ja im letzten Video, wo ich euch den fertigen Mini Cooper vorgestellt habe, der zum Restaurieren war, schon mal darauf hingewiesen, dass es ein Unboxing-Video gibt von einem neuen Auftrag. Und zwar ist es der Mini Cooper 998 MK1. Der ist im Maßstab 1 zu 24, gebaute Länge 12,7 cm. Das Fahrzeug hat 126 Teile und an der Seite können wir schon mal ein paar fertige Bilder sehen, wie das Modell dann mal ausschaut. Wir haben hier auch unter anderem einen Motor zu verbauen und jetzt würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein, was uns dann erwartet beim Bau selber. So, das wäre jetzt der erste Gießast. Hier haben wir jetzt die Bodenplatte und das Modell ist von 2012 und schauen wir mal, ja, die Teile wurden auch 2012 gespritzt bzw. gegossen. Und was haben wir noch? Ja, das Dach, die Motorhaube. Dann haben wir hier ein paar Seitenteile für den Motorraum mit dabei. Von den Felgen die hinteren Teile. Radaufhängungen. Was ich jetzt auf den ersten Blick sehe, wir haben fast keinen Flash irgendwie. Was wir natürlich haben, sind hier im Dach ein paar Auswurfmarken. Die kann man dann wegschleifen. Sonst haben wir hier nichts so Gravierendes irgendwie, was man bearbeiten müsste. Der zweite Gießast, B in dem Fall, haben wir jetzt die Interieurplatte. Schlicht gehalten. Wir haben die ersten Motorteile hier dabei, die Türverkleidungen und die Sitze, die Rücksitze sind das. Und das ist fürs Nummernschild, vermute ich jetzt mal. Und was man auch hier schön sieht, es ist wirklich kein Flash zu sehen. Natürlich die Auspuffmarken, aber die sieht man ja dann im Nachhinein sowieso nicht, weil das da kommt die Karosserie drüber und dann war's das. Beim dritten Gießast gehen wir schon mehr ins Detail. Da haben wir jetzt einige Motorteile. Hier haben wir den Keilriemen oder Zahnriemen. Hier haben wir noch Motor für die Front, was vorne rankommt dann. Querlenker. Was natürlich hier wieder ist, wir haben jetzt hier so Halterungen an den Teilen selber, was ich jetzt nichts für sinnvoll finde, weil die Halterung ist ja hier und weiß nicht, warum man da unbedingt jetzt noch was dran machen muss. Hier hat man jetzt auch ein bisschen Flash von der Halterung mit. Aber sonst wieder ein sehr schöner Gießast. Man hat hier sehr wenig zu bearbeiten. Der vierte Gießast, da haben wir die zwei Vordersitze. Für die Vordersitze die Rücklehnen, die dann hier hinten so rankommen. Unser Lenkrad, Auspuffanlage. Hier haben wir die Pedalen, Gaspedal, Kupplung, Bremse. Und hier ist wieder, das hätte man eigentlich in meinen Augen weglassen können. Hier vorne nochmal Plastik mit dran.
Es hätte ja gereicht, wenn hier bei der Halterung ist und dann ist es wieder gut. Weil deswegen brechen die auch nicht gleich ab. Aber vielleicht ging es nicht anders beim Gießen. Und sonst ist hier alles soweit wieder völlig in Ordnung. Auch schön die Struktur im Sitz. Hier kann man schön abkleben, dass man den Sitz eventuell zweifarbig macht. Sonst habe ich zu diesem Skisast nichts weiter zu sagen. Der spricht für sich alleine eigentlich. Soweit alles in Ordnung. Dann haben wir noch diverse Chromteile mit dabei. Hier haben wir die Felgen dabei. Das ist für Front und Heck. Hier haben wir schon mal fürs Nummernschild mit dran. Ja, es blendet sich. Jetzt haben wir hier zweimal Frontgrill. Müsste man mal in der Anleitung schauen, warum. Eventuell gibt es da zwei verschiedene Varianten zu bauen. Was haben wir hier? Das kann ich jetzt nicht zuordnen, was das sein könnte. Und dann haben wir noch einen zweiten. Da haben wir die Spiegel dabei. Die Scheibenwischer. Hier haben wir die Türgriffe. Das ist der Tankdeckel. Sonst soweit ganz gut gemacht. Auch hier kein Flash, kein gar nichts. Ist immer gut, wenn sowas nicht am Chromteil ist, weil sonst kratzt man sich das ganze Chrom nämlich ab. So, hier haben wir unsere Klarsichtteile. Mal die Hand drunter, da sieht man es ein bisschen besser. Und zwar die Frontscheibe, die Heckscheibe, zwei Seitenscheiben. Dann hier ist auch für die zwei Frontscheiben. Was haben wir noch? Die Scheinwerfer. Das wird für die Heck sein. Können die Blinker hier sein. Sonst ist auch hier nichts zu bemängeln, bis auf dass natürlich hier wieder an den Scheiben selber wieder so ein Plastikding mit dran ist, hier, hier und hier, weil im Endeffekt hält es ja hier. Das ist ja, weiß nicht, warum man das so macht. Genau. Da müssten wir mal schauen in der Anleitung, was das hier sein könnte. Aber so im Großen und Ganzen sehr zufriedenstellend. Ja, was darf natürlich nicht fehlen, ist die Karosserie. Wir haben hier an der Karosserie kaum Flech. Hier vorne in der Front ein bisschen. Da an der Seite. Hier unten ein bisschen. Ja, aber das ist sonst im Großen und Ganzen sehr gut gegossen. Hier muss man halt aufpassen, wenn man es raustrennt, dass man nicht zu weit reinschneidet. Ich meine, das Dach kommt ja sowieso drauf und dann müsste man eigentlich von unten reinschauen, aber trotzdem, man möchte ja ein sauberes Ergebnis haben, wo man auch noch Fläche hat, und zwar hier bei den Scheinwerfern selber. Ja, mit dem Cuttermesser kriegt man das schon weg. Finde ich zwar jetzt nicht so optimal, dass das mit dabei drin ist. Aber ändern können wir es nicht. Wir müssen es halt wegmachen. Dafür sind wir ja Modellbauer. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal die Anleitung an. So, ganz typisch die Revell-Anleitung. Hier vorne haben wir noch Geschichte zu dem Fahrzeug, einmal in Deutsch und einmal in Englisch.
das fertige Modell. Hier sind noch ein paar Warnhinweise. Hier haben wir unsere Farbauflistung. Dann haben wir vier verschiedene Variationen, wie wir das Fahrzeug lackieren können. Das wäre dann einmal Lichtblau und Weiß, dann Hellgrau, Blau, Grau und Blau und Weiß mit Ultramarinblau wird es dann gemischt. Hier haben wir unsere Deagles, die gehen wir dann später nochmal drauf ein. So, hier haben wir unsere Gießäste nochmal in der Auflistung, was wir alles bekommen. Die dunklen markierten sind die Teile, die wir nicht benötigen. Und dann geht es auch schon los mit dem Bau, und zwar mit dem Motor. In 6 Schritten, das ist okay. Dann haben wir hier die Seitenverkleidung von dem Motorraum. Hier kann man jetzt, ich hole ich mal weiter ran. Hier hat man jetzt die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob man es auf Linksfahrer oder Rechtsfahrer, also Deutsch oder Englisch. Ich denke, dass ich die deutsche Version bauen werde. So. Was gibt es hier noch? Schauen wir mal. Ja, dann machen wir schon die untere Bodenplatte soweit fertig. Hier der Warnhinweis, nicht kleben. Dann werden schon die Reifen fertig gemacht. Ja, dann machen wir das Interieur. Hier müssen wir aufpassen. Hier haben wir auch, wenn ihr euch vorher schon entschieden habt, Rechts- oder Linksfahrer, dann müsst ihr da das dann wegschneiden. Auf der Seite, wie ihr es dann haben wollt. Hier müssen wir 2 Löcher bohren. Nee, hier bringen wir dann das Lenkrad an. Auch hier mit links oder rechts. Hier haben wir die Türverkleidung. Ja, und dann wird hier schon das Chassis bzw. das Interieur in die Karosserie eingebaut. Und dann kommt auch das Chassis drauf, was hier jetzt relativ einfach ausschaut oder einfach werden kann, wenn man es einfach nur drauf macht von oben. Normal nimmt man ja die Karosserie und tut sie von vorne nach hinten drauf bauen. Hier haben wir dann die Frontstoßstange. So, jetzt haben wir hier ja das Teil, wo wir vorhin 2 Teile hatten. Da wird halt zwischen Austin und Morris entschieden. Müssen wir mal schauen, was die damit gemeinen. Aha, hier haben wir es ja schon. Genau. Und zum Schluss kommen dann halt die diversen Deagles drauf. Sehr übersichtlich. Aber mit 51 Bauschritten ist man schon gut beschäftigt. Und jetzt schauen wir uns mal die Deagles an. Die Deagles wurden auch 2012 hergestellt. Hier haben wir Deagle für den Morris Cooper und hier für den Austin Cooper. Dann haben wir hier 2 Variationen. Einmal Deutsch, einmal Englisch. Also da haben wir dann Meilen pro Stunde bzw. Kilometer pro Stunde. Dann haben wir hier verschiedene Länderbezeichnungen.
und dann die diversen passenden Nummernschilder dazu. Von der Stärke her der Deagles optimal, nicht zu dick. Vielleicht sieht man es ein bisschen. Also wirklich sehr gut gemacht. Sehr gute Qualität. Das war mein kleines Unboxing-Video von dem Mini Cooper 998 MK1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Konnte euch ein paar Informationen geben, was euch erwartet, wenn ihr dieses Modell mal kaufen solltet. Mit 126 Teilen auf 12,7 cm ist schon eine beachtliche Menge. Aber wir haben hier auch einen Motor zu verbauen, den wir dann im Nachhinein auch sehen. Aufgrund dessen, dass wir die Motorhaube öffnen können, finde ich soweit klasse. Ja, das soll es auch soweit gewesen sein von mir. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer Wochenende. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und vergisst doch bitte nicht, unten den Abo-Knopf zu drücken, eventuell die Glocke zu aktivieren, dass ihr keine Videos von mir verpasst. Ist ja umsonst, kostet ja euch nichts. Und dann würde ich sagen, tschüss, der Modellbauer.